Hallo, heute nehme ich dich wieder mit in meinem Alltag. Ich bin gerade dabei, den Essensplan vorzubereiten, beziehungsweise den habe ich schon fertig für diese ganze Woche. Das habe ich mir abgeguckt von ganz vielen lieben Mamis, die mir diesen Tipp gegeben haben, damit ich nicht alle zwei Tage oder fast jeden Tag irgendwie einkaufen gehen muss. Elisa ist auch da. Sagen wir auch einmal Hallo. Hallo Elisa, du süße Maus. Genau, Elisa hilft mir gleich, wenn wir zusammen einkaufen fahren für die ganzen Sachen, denn der Kühlschrank muss wieder vollgefüllt werden und ich brauche natürlich auch die Sachen, damit ich diese Woche auch dafür kochen kann. Njam, njam. Njam, njam, genau, wir gehen gleich Essen einkaufen. Der Einkaufszettel ist dieses Mal auch ziemlich lang, sehr, sehr lang, aber da steht auch schon der Essensplan drauf und zwar gibt es an einem Tag Frikadelle, dann gibt es am nächsten Hähnchenschenkel, dann gefüllte Paprika, dann gibt es einen Fischtag, dann gibt es einen Auberinentag. Ich bin total verrückt nach Auberginen im Moment. Ich weiß auch nicht, was los ist. Und dann gibt es natürlich noch einen Nudeltag. Und dafür muss ich halt diese ganzen Sachen jetzt abarbeiten. Das mache ich jetzt gleich mit der Elisa zusammen. Ich packe schon mal mein Täschchen dafür fertig. Dann muss ich noch hier ein Paket zurückbringen mit ein paar Sachen drin. Elisa ist schon ein bisschen schläfrig. Ich hoffe, sie ist nicht schon müde. Bist du schon müde, Elisa? Bist du schon müde? Nee, bist gar nicht müde, ne? Siehst noch ganz frisch aus. Ja. Das wollte ich dir auch noch zeigen. Und zwar habe ich gestern einen neuen Autositz für Elisa gekauft. Sie ist jetzt der Babyschale entwachsen. Jetzt erst mit 18 Monaten. Ich kann das einmal zeigen, wie sie jetzt im Moment darin gesessen hat. Vielleicht ist das ganz interessant. Eigentlich jedes Mal, wenn ich Elisa in der Babyschale gezeigt habe in letzter Zeit, habe ich die Frage bekommen, warum sie denn noch da drin sitzt. Sie würde doch gar nicht mehr reinpassen. Aber sie hat eigentlich bis jetzt immer noch sehr gut da reingepasst. Komm, wir zeigen das mal. So. So sieht das jetzt aus, wenn Elisa da drin sitzt. Also man sieht ganz gut, ihr Kopf ist jetzt hier. Das heißt, das ist das Maximum eigentlich, wie groß man sein kann, wenn man noch da drin sitzt. Jetzt macht sie sich so klein. Was machst du da, Elisa? Dann, worauf man auch noch achten muss, sind die Schultergurte, dass sie nicht hinter der Schulter entlang laufen. Aber da hatte ich mich vor 2 Monaten schon einmal beraten lassen und die meinten, das wäre noch absolut in Ordnung. Ich muss eigentlich nur auf den Kopf achten. Dann haben viele gesagt, aber ihre Beine bzw. ihre Füße hängen ja schon drüber. Das ist das Einzige, was überhaupt nichts ausmacht. Das hat überhaupt nichts zu sagen, ob ein Kind jetzt noch in die Babyschale passt oder nicht. Es geht wirklich nur um Kopfhöhe, dass die halt eben nicht da drüber guckt. Da hatte ich gestern auch wieder wirklich eine richtig gute Beratung und wir haben uns jetzt neu für diesen Sitz hier entschieden. Und zwar ist das hier so ein vorwärtsgerichteter. Dazu muss ich auch noch gleich was erzählen, weil ich ja eigentlich absolut für Reboarder bin, also dass sie rückwärtsgerichtet sitzen. Ja, Elisa, komm raus. Ganz ruhig rauskommen. Mami wollte das noch einmal kurz zeigen. Komm. Ach, doch noch rumliegen. Nee, doch lieber rauskommen. Na komm. Mami hilft dir. Ups. Super, den brauchen wir gar nicht mehr. Der kommt auf den Dachboden. Elisa hat ganz, ganz viele Sitze gestern Probe gesessen, bestimmt 6, 7 Stück. Und das war der einzige, der ihr gepasst hat. Und zwar muss man da auch auf ganz viele verschiedene Sachen achten. Kann ich sie auch einmal reinsetzen, obwohl ich den eigentlich sowieso jetzt gleich einmal einbauen wollte. Ich mache erstmal die ganzen Schildchen ab. Sind da immer so viele dran. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier sind ganz viele Schildchen, die brauchen wir nicht. Chips. Wir können ab in den Müll. Elisa, willst du das ab in den Müll tun? Halt mal rot fest, Elisa. Da sind ganz viele. Elisa. Ja, ist runtergefallen. Tu mal ab in den Müll. Ja, super. Und das auf dem Boden auch noch ab im Müll. Super. Und zumachen. Super, Elisa. Sehr gut. Komm, Elisa, jetzt machen wir hier drin Probesitz. Komm. Hui. Ja, dann kann man ein Auto fahren. Mum, genau. Anschnallen. Und zuziehen, da habe ich einen ganz tollen Tipp bekommen. Und zwar soll man jetzt nicht einfach so zuziehen, also hier unten ziehen, sondern man soll erstmal hier oben ziehen, sodass die Beine fest sind und dann erst ziehen. Wenn man nämlich zieht, wenn die Beine hier noch locker sind, dann zieht man zu viel Kraft hier auf die Schultern. Das ist nicht gut für kleine Babys. In die anderen Sitze hat sie nicht reingepasst, weil der Schnaller hier viel zu weit oben war. Der war hier irgendwie am Bauchbereich. Und das ist gefährlich, wenn es zum Unfall kommt, weil das dann natürlich die Eingeweide so reindrückt. Deshalb muss das wirklich hier im Schritt sitzen. Dann hier bei den Schulterblättern musste man aufpassen, dass die Schultern,
also über diese Schultergurte rausschauen, weil wenn sie zu schmal sind, dann kann es sein, dass sie aus diesen Gurten rausfliegt, falls es zum Unfall kommt. Willst du selber machen? Ich schnall die mal selber an. Mal gucken, ob das geht. Bisschen schwierig, Lisa. Ja, es ist schwierig. Der einzige Grund, warum ich mich dieses Mal nicht für einen Reboarder entschieden habe, weil Johann und Clara sind ja auch immer rückwärts gefahren, bis zu ihrem vierten Lebensjahr mindestens, ist, dass wir ja im Bus die Sitze hinten einmal umdrehen können. Das heißt, sie sitzt in diesem Sitz trotzdem rückwärts im Auto. Ich ließ aber da gar nicht mehr raus. Also offensichtlich ist es ganz gemütlich da drin. Es gab ganz viele Mamis, die mich gefragt haben, welcher Sitz es bei uns geworden ist. Also das ist er, aber ich kann jedem nur empfehlen, jetzt nicht einfach den zu kaufen, weil es ganz wichtig ist, dass es wirklich dem Baby auch passt. Deswegen unbedingt einfach in so einen Fachhandel fahren und Probe sitzen und sich gut beraten lassen. Und dann hat man auf jeden Fall den perfekten Sitz fürs Baby. Elisa spielt da hinten immer noch in ihrem Sitz. Muss jetzt auch langsam ein bisschen mich wieder sputen, bald ist der Vormittag schon wieder vorbei. Ich werde den jetzt einmal installieren und dann werden wir zusammen einkaufen fahren. Und dann nehme ich dich mit dieses Mal, wenn Elisa denn nochmal rauskommt und sich überhaupt anziehen lässt. Also apropos anziehen lassen, ich habe ihr noch so einen Schneeanzug gekauft und eine kleine Mütze. Ja, huch, ein richtig dicker Schneeanzug nochmal. Wir machen ja doch recht viele Ausflüge und sind immer sehr viel unterwegs. Und dann möchte ich natürlich, dass der auch schön dick eingepackt ist. Jetzt hat Mami genug gequatscht. Jetzt wollen wir endlich los. Dann hole ich mal jetzt noch den Einkaufskorb. Da ist eine Ecke drin. Einmal etwas für gekühlte Sachen, die Tasche. Und mein Lieblingskorb muss auch noch rein. Ich liebe es, mit dem Einkaufen zu gehen. Ist so praktisch immer damit. Was ist, Elisa? Was ist denn mit der Tüte? Magst du die nicht? Und wie mag Elisa die Tüte nicht? Schmeißt sie dir ständig raus. Was ist denn? Was kann ich dir Gutes tun? Ist da ein Krümel drin? Ja, das ist doch nicht schlimm. Das ist doch nicht schlimm, Elisa. Was ist das denn? Das ist doch was von Papi. Irgendwas Elektronisches. Das brauchen wir nicht. Ab, 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 ab. Gestern beim Kinderladen hatte ich auch noch mal so eine normale Sitzerhöhung gekauft, weil ich ja immer so viele Freunde von den Kindern mitnehmen muss. Das ist dann immer praktischer, wenn ich einen habe. Eigentlich haben wir auch schon einen, aber der ist immer bei Justus im Auto. Ich werde jetzt einmal hier hinten die Sitze umbauen. Ich wollte nämlich, dass Elisa dann hier sitzt. Dann kommt Johann dahin und Clara kommt dahin. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. Und es dauert nicht so lang. Also erstmal kommt natürlich die Station hier einmal weg. Mal gucken, wie ich das hier abkriege. Oh. Elisa, lass Mami durch. Danke. Jetzt kommt Johanns Sitz hier hin. Also dieser Sitz. Zum Glück haben die alle Isofix. Ich liebe Isofix. Das ist die beste Erfindung überhaupt. Chips, fertig. Ah, so geht das. Okay, da war noch so ein Schutz dran. Kein Wunder, dass es nicht geht. Drin. Super. Oh, super fest. So, fertig. Das Werk ist vollbracht. Elisa sitzt jetzt so drin. Ich hatte das eben nicht richtig gezeigt, weil ich diese Kopfstütze noch nicht richtig eingestellt hatte. Ich habe sie jetzt noch mal tiefer gemacht. Jetzt sitzt sie gut da drin. Und wie man sieht, ist da der Fahrer. Das heißt, sie sitzt trotzdem rückwärts, auch wenn es kein Reboarder ist. Und damit sind wir alle zufrieden. Ja, und jetzt wollen wir endlich los, Elisa. Wir sind schon wieder so spät dran. Bis gleich, Elisa. Der Kindersitz vom Einkaufswagen ist leider ein bisschen nass. Deswegen steht Elisa jetzt erstmal. Drin mag ich hier einmal trocken, dann kann sie drin sitzen. So. Balancieren. Erste Station ist der Bäcker. Gibt es ein Milchbrötchen für die Elisa? Elisa, wo ist dein Brötchen? Wo hast du deine Flasche hingetan? Ach, da unten. Und das Brötchen ist auch da unten. Bitteschön. Nee, das ist doch ein Anisbonbon. Das ist nichts für Elisa. Das ist ein Hustenbonbon. Hier. Nicht mehr? Erste Station Eier. Aber die sind alle irgendwie kaputt. Ja. Ich noch mal ordentlich suchen. Kühlt und Tiefkühlsachen habe ich jetzt soweit. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach Petrella. Und irgendwie muss jedes Mal ewig lange suchen nach Petrella. Ich verstehe das nicht. Nee, das ist nicht Petrella. Wo ist die Petrella? Oh, Elisa. Lisa, das macht man nicht. Komm, such mal mit Mami die Petrella. Wo ist die denn? Ja, wo ist die denn, die Petrella? Elisa!
Ach, jetzt weiß ich, warum ich sie nicht finde. Sie ist leer. Ach, da hinten. Aber das ist jetzt irgendeine andere Sorte. Jetzt noch leckerer. Na, dann ist er gut. Dann nehme ich die. Brauchen wir nochmal Margarine. Da hat mir ganz viele gesagt, dass ich eine kaufen soll ohne Palmöl. Also suche ich eine ohne Palmöl. Also Sonnenblumenmargarine hört sich doch schon ohne Palmöl an. Nehme ich mal die hier. Paprika. Gelb. Die ist aber groß. Lisa hat jetzt wieder irgendwo eingekauft. Oh, Lisa! Ja! Hilft ihm beim Einkaufen, das ist gut. Elisa, nein! Elisa, was machst du denn da? Elisa, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Komm, tu mal zurück hier. Können nicht alles anfassen, Elisa. Okay? Guck mal, wie schmutzig du aussiehst. Komm, bleib mal bei Mami hier. Bleib mal hier bei Mami. Katzen gehen einfach immer zum Knabbern abends. Johann nimmt die auch gerne mit für die Schule. Noch irgendwas zu knabbern? Vielleicht noch so kleine Brezeln. Sowas kann man auch mal ganz gut mitnehmen zu so einer Spielgruppe. Dann hat Elisa auch was zu knabbern danach. Elisa? Elisa? Da bist du. Können ab an die Kasse, Elisa. Ab an die Kasse. Ab an die Kasse. Elisa weiß, wo es lang geht. Elisa ist jetzt eingeschlafen im Auto. Ich bringe sie jetzt einmal kurz nach oben ins Bettchen. Kann ich dir einmal den Wocheneinkauf zeigen? Erste Fahre. Jetzt habe ich erstmal genug Sport gemacht für heute. Ein kompletter Wocheneinkauf ist schon echt viel. Also da kommt einiges zusammen. Erstmal habe ich neue Tulpen geholt, weil meine jetzigen nicht mehr so gut aussehen, aber die haben eine ganze Woche lang gehalten. Diesmal habe ich gelbe geholt. Die werde ich jetzt erst einmal anschneiden. Ich liebe einfach, wenn es wieder anfängt zu blühen, wenn der Frühling endlich kommt. Und solange es draußen noch nicht so aussieht, hole ich mir irgendwie schöne Blumen nach Hause. Also normalerweise mag ich gelbe Blumen nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, das sieht immer nicht so hübsch aus. Aber für Tulpen, finde ich, ist das immer so eine typische Farbe. So sehen jetzt die alten Tulpen aus. Also man braucht sie nur einmal so kurz anzutippen und dann fallen schon die Blätter runter. Also sie haben es wirklich hinter sich. Muss ich jetzt hier einmal schön aufräumen. Die Vase ist jetzt eigentlich auch nicht perfekt für Tulpen, aber ich habe im Moment keine andere. Ich habe mir aber schon eine neue bestellt und ich hoffe, dass die heute oder morgen ankommt. Ich habe jetzt kein super scharfes Messer extra für meine Blumen. Ich mache das immer einfach mit der Küchenschere. Auf dem Wohnzimmertisch. Richtig frisch zu Hause. Dann fange ich jetzt einmal an mit den Kühlschranksachen, damit ich auch direkt einmal einräumen kann und die hier nicht schmelzen. Also einmal habe ich wieder nur ganz normalen Joghurt besorgt. Ganz verschiedene Sorten, Erdbeere, Kirsche, Himbeere. Und dann habe ich noch normalen Joghurt besorgt, ohne Geschmack zum Kochen. Für Brotzeit abends dasselbe wie immer, ganz typisch für uns. Käse, dann wieder Pute in verschiedenen Sorten. Dieses Mal war der gegrillte nämlich ausverkauft, deshalb habe ich den mit Honig genommen. Und das schmeckt bestimmt auch gut. Dann habe ich wieder diese Salami-Sticks gekauft. Die nimmt Johann auch gerne mal mit zur Schule. Ist auch ganz gut für zwischendurch. Noch mehr Joghurt. Isst Elisa ja auch zwischendurch immer gerne. Oder auch abends ich zum Naschen. Lachs habe ich gekauft für den Fischtag. Das reicht für einmal für uns alle. Dann habe ich wie immer wieder Philadelphia gekauft. Salami, zwei verschiedene Sorten. Einmal mit diesem Camembert am Rand. Ach, und das ist auch mit so Edelschimmel am Rand. Dann habe ich endlich ja meine Petrella gefunden.
und nochmal diesen Serrano-Schinken mitgenommen, den wir auch immer essen. Der ist richtig lecker. Noch einmal Philadelphia und einmal Margarine, weil wir ja keine Butter essen. Hähnchenschenkel habe ich auch besorgt, und zwar zwei Packungen. Die gab es leider nicht mehr an der Theke. Da hatten die gerade keine Hähnchenschenkel, deshalb habe ich die jetzt zweimal abgepackt mitgenommen. Und dann habe ich nochmal Champignons geholt. Die kaufe ich immer tiefgekühlt, weil frisch halten die bei mir noch nicht mal einen Tag. Also am Abend sehen die schon total verschrumpelt aus. Deshalb kaufe ich die immer tiefgekühlt. Und dann noch Hackfleisch. Und zwar ein Kilo. Frikadelle wollten wir ja machen. Gefüllte Paprika wollten wir machen. Spaghetti Bolognese. Also für alles braucht man irgendwie Hackfleisch. Also davon darf nie zu wenig zu Hause sein. Das werde ich jetzt aber einmal einfrieren. Und zwar portioniert. Das kann ich dir jetzt auch einmal zeigen. Ich habe hier einmal diese Tütchen hier. Diese Gefrierbeutel. Davon mache ich mir jetzt ungefähr 4. Aber ich glaube, ich kriege noch mehr Portionen jetzt raus. Dann nehme ich mir das Hack und dann werde ich das einfach da reinfüllen. Ich mache das immer Pi mal Daumen. Also ich habe jetzt nicht genau, wie viel Gramm da jetzt rein muss. Ich weiß ja ungefähr, wie viel ich so brauche, wenn ich koche. Wenn ich das abgefüllt habe, dann werde ich das so einmal klein machen. Und zwar ganz, ganz flach. Diesen Tipp hatte ich bekommen von einer Zuschauerin, als ich gefragt habe, wie ich das denn am besten immer einfriere mit dem Essen und so. Dann meinte sie, sie macht das immer so ganz platt. Das nimmt erstmal nicht so viel Platz weg, dann in der Tiefkultur, wenn man das dann so aufeinander stapelt. Und außerdem dauert das dann auch nicht so lange, wenn man das wieder auftauen möchte. Das ist jetzt ein Fladen. Und das mache ich jetzt auch mit dem restlichen Fleisch und fülle ich das alles hier einmal rein. Mein Hack ist jetzt abgepackt, so sieht das aus. Handlich klein. Ich habe jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Portionen rausbekommen. Das kommt jetzt auch genau so in die Tiefkühltruhe. Da haben wir ja nicht so viel Platz, deshalb ist das genau richtig, wenn ich die so portioniere. Ich habe übrigens kein besonderes System oder sowas in der Tiefkühltruhe. Ich gucke einfach, wo Platz ist. Hier neben Eis und so ist auch Platz. Machen wir weiter mit dem Rest, der nicht gekühlt ist. Da habe ich erstmal Kräuter besorgt. Petersilie und einmal Dill. Ganz zart. Die stelle ich jetzt auch nochmal ins Wasser, damit sie mir nicht so schnell eingehen. Aber ich mache das bei so frischen Kräutern auch immer so, dass ich sie dann schon klein schneide. Und dann tue ich sie in Tupperboxen. Und dann kommen sie in den Kühlschrank. Und das hält dann richtig lange. Also viel länger, als wenn ich sie jetzt ins Wasser stelle. Aber jetzt einmal für schnell mache ich das einmal. Legen wir los. Erstmal mit Karotten. Ich habe jetzt einfach mal 3 Stück besorgt. Alles Gemüse kommt gleich noch in Gemüsefach vom Kühlschrank. Da hält es dann auch richtig schön lange bei mir. Eigentlich sogar eine Woche. Über eine Woche sogar. Wie ich schon groß angekündigt hatte, natürlich Aubergine. Gleich 2 Stück. Als Kind habe ich ja Aubergine überhaupt nicht gemocht. Ich fand das so eklig vom Geschmack und auch von dieser Konsistenz. Aber jetzt mittlerweile liebe ich Aubergine. Und Johann mag das sogar auch ganz gerne. Und Elisa isst das auch mit, wenn ich das dann koche. Dann habe ich hier einmal Bananen besorgt. Paprika in verschiedenen Farben. Ich mag die grünen nicht. Du kannst mir mal schreiben, welche du am liebsten magst. Ich mag am liebsten die roten. Aber damit es hübsch aussieht beim Essen, habe ich nochmal gelbe dazu. Das Auge isst ja schließlich mit. Deshalb muss da auch ein bisschen Abwechslung mit rein. Noch ein wenig Kühlsachen habe ich. Nehme ich meine Milch. Ich kaufe da immer die fettarme Milch, weil ich das, ja, einfach, ich weiß nicht, ich finde das einfach besser. Habe ich nicht so das Gefühl, dass ich Fett getrunken habe. Dann habe ich noch Trauben besorgt. Trauben gehen bei Elisa im Moment sehr, sehr gut. Wasche ich dann direkt einmal ab, habe sie auf den Teller, stelle sie hinten im Wohnzimmer auf ihre kleine Bar und dann kann sie sich da immer selber bedienen. Das ist super. Dann natürlich Mandarinen. Wie könnte es anders sein? Ihre Lieblingsspeise. Eier habe ich auch noch welche gefunden, die nicht angeditscht waren. Da gucke ich auch immer nach, jede einzelne, ob die kaputt ist. Sonst ärgert man sich zu Hause. Richtig leckere Riesentomaten habe ich mitgenommen. Guck mal, wie fleischig die sind. Richtig riesig. Ach, liebe das. Zwiebeln, wieder die roten. Wir essen eigentlich immer rote Zwiebeln. Und Kartoffeln mitgenommen. Dann habe ich noch 2 von diesen Bio-Zitronen gekauft, weil wir auch gerne so die Schale noch mit ins Essen machen. Dann ist natürlich jetzt Bio ungespritzt besser. Zucker haben wir wieder gebraucht. Dann wieder diese kleinen Piccolini. Die isst ja Elisa immer sehr gerne in ihrer Nudelsuppe. Die habe ich letztens nicht gefunden oder eine Zeit lang nicht gefunden, aber jetzt gibt es die wieder zum Glück. Marmelade haben wir hier auch. Einmal Erdbeermarmelade, einmal Blaubeermarmelade. Saure Gurken, genau so heißen. Saure Gurken haben wir auch mitgenommen. Ein kleines Töpfchen. Der Korb ist jetzt hier schon leer. Dann habe ich noch ein wenig hier drin und zwar ganz normales Toastbrot. Tomatenmark.
Geht immer. Davon benutzen wir im Moment viel zum Würzen. Die großen Bandnudeln für die Nudelsuppe. Oh, das Mittagessen. Das wird gerade aufgewärmt. Ich habe nämlich gestern viel gekocht, deshalb brauche ich heute nicht kochen. Das mache ich öfters mal so, damit ich zumindest am nächsten Tag mehr Zeit habe. Jetzt zum Beispiel heute zum Einkaufen, da muss ich nicht jetzt noch kochen. Die habe ich dir ja schon gezeigt beim Einkaufen, diese kleinen Snacks für Elisa. Dann noch Pistazien, habe ich auch zwei Packungen geholt. Chips, darf nicht fehlen, für mich abends so beim Fernsehen schauen, aber auch für die Kinder. Und dann noch normales Brot, auch wieder für Abendbrot. Und das war's eigentlich auch schon. Das ist der riesige XXL-Einkauf und ich habe bezahlt 133 Euro. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist im Vergleich zu anderen Familien. Deshalb schreib mir gerne mal, wie viel du für so einen Wocheneinkauf bezahlst. Also jetzt Früchte und so werden wir wahrscheinlich nach 2-3 Tagen wieder nachholen müssen. Aber sonst steht das. Das ist alles am Mittagessen, was wir brauchen. Abendbrot auch. Das Einzige, was fehlt, sind Getränke. Aber die besorgt Justus immer. Da muss ich das nämlich nicht schleppen. Der Obstkorb wird jetzt noch einmal aufgefüllt. Das ist nämlich der klägliche Rest, der hier noch drin war. Da leckere Mandarinen rein. Ist ja alles wieder dazu. Die Trauben habe ich jetzt einmal gewaschen. Die kommen jetzt an Elisas kleine Bar. Stelle ich jetzt immer hier auf diesen kleinen Hocker und dann kann sie sich hier selber bedienen. Ist genau ihre Höhe. Einfach perfekt. Weil Justus ist gerade wieder gekommen mit Johann von der Schule. Es gibt also gleich Mittagessen. Gucken, ob es schon gut ist. Hallo! Hallo Johann! Na, wie war's? Gut? Mittagessen ist ein allerlei Essen heute, denn gestern gab es Nudeln und dann noch Kartoffeln und Frikadelle. Und deshalb gibt es heute den Rest. Und dann habe ich hier noch so ein paar Brokkoli-Pufferl. Hallo mein Schatz. Was hast du denn? Ich versuche, um dich herumzukommen. Na, alles gut? Ja. Musstest du lange warten, Johann? Eine Sekunde. Eine Sekunde nur warten? Das geht ja noch, Justus. Ach, guck mal hier, Justus hatte einmal Lotto gespielt. Ich habe gewonnen. Du hast verloren, meinst du? Nee, ich habe einen Zweier im Lotto. Aber ich glaube, dafür kriegt man nichts, ne? Nee, dafür kriegt man nichts. Man gewinnt ja erst etwas bei 3 Zahlen, wenn die richtig sind. Vorher gewinnt man gar nichts. Kann man mal zeigen, dass Justus hier gewonnen hat. Leider immer nur 1 bis maximal 2 Zahlen in einer Reihe. Also von daher leider gar nichts gewonnen. Die Million habe ich schon ausgegeben. Sehr witzig. Ja, ich habe fest damit gerechnet. Meine Wahrsagerin hat mir gesagt, das sind die richtigen Zahlen. Denn wir sind überhaupt gar keine Lottospieler. Nicht, dass es so aussieht, als würden wir ständig Lotto spielen. Also eigentlich machen wir das mal, wenn der Gewinn richtig hoch ist, ne? Ja, in diesem Fall war es so, ich musste sehr lange warten mit Elisa vor dem Geschäft. Und dann dachte ich, da waren ganz viele Leute, die Lotto gespielt haben und dachte, ja, das ist das Zeichen. Aber es war kein Zeichen. Nee, war kein Zeichen. Elisa ist was. Gut, dann können wir jetzt Mittagessen. Ich decke jetzt den Tisch. Johann, hilfst du mir? Tisch decken? Ich wollte in die Theater wechseln. Ich wollte ins Kaugummi-Imperium wechseln. Also spielst du jetzt aber in dem anderen Theaterstück mit? Ja. Na, das ist doch gut. Johann hat nämlich bald einen Auftritt von seiner Theater-AG, wo er jetzt immer mitmacht. Da freuen wir uns schon total drauf. Das wird toll. Elisa ist auch schon wieder wach. War ein klein wenig verschlafen. Oh, muss sie gehen. Aber jetzt direkt essen, das ist perfekt. Ja, machen wir, ne? Mhm. Oh, wir haben gar keine Gabel mehr. Ich hoffe, hier sind noch welche drin. Ah, sehr gut. Frisches Geschirr. Elisa hat schon mal angefangen mit Essen. Sie mag ja Nudeln am liebsten, deshalb macht sie ganz fleißig die Nudeln. Oh, was ist los? Johann mag gerne die Frikadellen mit Kartoffeln. Johann, wie findest du die neuen Blumen, die Tulpen? Sieht schön aus, ne? Soll Mami helfen? Na komm, dann hilft die Mami. Pieks, pieks, pieks. Da, Elisa, das kannst du selber nehmen. Elisa möchte jetzt immer selber den Löffel nehmen und in den Mund führen. Sie möchte nicht mehr gefüttert werden. Sie ist schon ein großes Mädchen. Oh, und ärgert sich, wenn es nicht so richtig klappt. Dann lassen wir uns das gut schmecken und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.